Das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was soll das denn werden? Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst. Das ist dein Befehl. Nein. Lassen Sie sie in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Oh Gott, ich hätte Fenster aufmachen sollen. Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Mist. Du hast wohl ein Problem. Das sollten wir beheben. Oh Mist, ich bin so schlecht bei solchen, in solchen Sachen. Vorsicht, Kara! Komm her, Miststück. Quicktime-Events, die kam jetzt die ganze Zeit nicht. Das hat mich jetzt voll überrascht einfach. Ja, wir hätten das jetzt noch gehabt. Oh Gott. Ach du Scheiße. Kara wird zum Abweichler. Programm knacken. Ich bin also abgewichen vom Programm, deswegen Abweicher. Ja, aber das Kind kann doch jetzt als Zeuge aussagen. Das Kind kann ja wahrscheinlich... Boah, der wollte die gerade mit dem Gürtel verprügeln. Warum? Die hat nichts gemacht. Weiter geht's. Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können.
Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Okay. Kann ich dich nochmal loslassen vielleicht? Ne, kann ich nicht. Okay. Whee! Okay. Wow. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Oh. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt Service. Sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Alter, das gerade war mir echt zu heftig, ey. Ich, tut mir leid. Das war zu schnell. Ich wollte einfach nur, ich wollte jetzt nicht, dass sie stirbt. Deswegen habe ich dann, ja. Oh Gott, ich hoffe, es geht irgendwie gut für sie aus. Jetzt habe ich Bock auf Zukunft. Hast du im Studio das Licht angelassen? Oh nein! Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Super. Los, sehen wir mal nach. Du bleibst da. Marcus, nein, ich begleite dich. Aber nein! Oh Mann. Leo! Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an! Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus! Ein bisschen erinnert mich Leo an Ramsey. Snow. Ramsey Bolton. Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Nein, bist das du wirklich nicht. Jetzt raus hier, sofort. Was na macht los, das so besonders? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Ah. Na los, zeig, was du kannst. Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Magst dich zu wehren, du blöder Arsch! Oh nein. Jetzt wir. Wir auch. Ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören und das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Weil du nichts bist. Verstehst du? Du bist nichts. Ich hab doch noch gedrückt. Gerade. Oh nein, es war so klar. Komm, nein. Oh. Nein, Karl, nein. Menschen sind schwache Maschinen. Karl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Marcus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein, nein, Dad. Nein, Dad, bitte. Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Der Android. Es war der Android. Hä?
Aber Moment mal. Also ich glaube nicht, dass der gestorben ist, sonst würde das da stehen. Müsste theoretisch bei all der Technik, und es gibt ja heutzutage auch die Polizisten, die diese Bodycam haben, müsste es nicht theoretisch auch so sein, dass ein Android durch die Augen irgendwie auch zeitweise was aufzeichnen kann, dass man das einfach dann, sobald man den Androiden hat, halt rekonstruieren kann durch die Augen und durch die Daten, die da gesammelt wurden? Ja, okay, warte, jetzt ist natürlich... Carl stirbt an einem Herzinfarkt. Moment mal, da gab es noch eine andere Möglichkeit. Ach, willst du mich jetzt verarschen? Also, ich werde auf jeden Fall zum Abweichler. Das war... Und wenn ich Carl nicht gehorcht hätte, wäre er nicht gestorben? Oh Mann, das ist doch voll scheiße, ey. Oh, ich wusste, warum ich mich einlasse bei dem Spiel. Ich krieg das schon irgendwie hin. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Lass mich das mal machen. Okay. Oh Mann, ey. Ich guck mir erst das Fair auf jeden Fall auch mit dem Erik an. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Oh, scheiße, Mann. Getrocknetes Blut von Carlos. Okay, verursacht durch Baseballschläger. Was ist das? Verbrannt? Wiederholte Markierungen. Wow! Und die Zigaretten hat er an den ausgedrückt. Ja, super! Der hat den Tod verdient. Hä? Okay. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Da fehlt noch eins. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Hör mal. Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast. Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist. Hör mal, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir helfen. Aber das kann ich nicht tun, wenn du nicht mit mir redest.
Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Nein. Ich glaube, sie wollen es nur verstehen. Dein Meister hat dich doch misshandelt. Es war nicht deine Schuld. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Wähle eine Herangehensweise. Überzeugen. Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist. Weißt du, ich verurteile dich nicht. Ich bin auf deiner Seite. Ich will nur die Wahrheit herausfinden. Gestehe und ich werde dich beschützen. Ich verspreche, dir wird niemand etwas antun. Stichwunden. Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Schon gut. Schon gut. Soll ich jetzt den Speicher überprüfen? Ich will, das will er ja nicht. Wird wieder in Ordnung kommen. Oh Gott. Das führt alles zu nichts. Ich gebe auf. Nö, verlasse ich aber nicht. Warum darf ich den jetzt noch hier drin rumlaufen? Hey, Mann. Das war ja jetzt gar nicht so einfach. Hätte ich den Speicher vielleicht... Ich will den Verhörraum nicht verlassen. Scheiße, Mann. Ja, da habe ich wohl verkackt. Tut mir leid. Das habe ich verkackt. Chris, schließ ihn ein. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fasst mich nicht an. Was zur Hölle machst du da? Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's. Ich kann das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort! Ich habe dich gewarnt, Arschloch! Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Meine Güte, was ist hier los? Fuck! Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Okay, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Fuck! Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Vertraust du mir jetzt? Niemand wird dir etwas antun. Bitte, nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen.
war. Das war nicht gut. Okay. Was eine der Möglichkeiten ist, kann ich mir denken. Es splittet sich auf bei Überzeugen gescheitert. Dann geht es hier weiter. Es könnte aber auch oben weitergehen. Ich würde sagen, oben sind irgendwie Todesarten. Ich weiß nicht. Oder kann ich ihn dann noch überzeugen? Aufgeben haben wir noch. Ich wollte ihn halt nicht weiter unter Druck setzen. Boah, das ist echt schwierig. Es ist verdammt schwierig. Ich hab so Angst vor dem, was jetzt kommt. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Dann wollen wir sie mal aufwecken. Wach auf. Wir müssen gehen. Kara, geht's wieder gut? Manchmal möchte ich schöne Thumbnails machen, dann mache ich einmal den hier. Aufstehen. Wohin jetzt? Wohin? Und sie hat gerettet. Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Wir finden schon einen Schlafplatz. Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Vorne, da war so eine Station. Ich gehe mal zur Station. Burger Zone. Wir brauchen eine Unterkunft. Natürlich. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Wie gruselig. Okay, hier ist ein Motel. Immer geöffnet, kann nicht bleiben. Bequem, aber auffällig. Ich werde Geld brauchen. Unbequem, aber sicher. Wie komme ich rein? Sehr unbequem, aber unauffällig. Ich würde das Haus gerne versuchen. Aber wie kommen wir rein? Better place to live. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt es hier nicht. Ich weiß.
Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Sound kann hier mit einem... Bitte was? Ich finde eine Drahtschere. Oh Gott. Okay. Zaun kann hier mit einer Drahtschere zerschnitten werden. Woher kriege ich jetzt eine Drahtschere? Ah, gut. Okay, hier okay. Hier kommt jetzt nichts mehr. Gut. Alles klar. Eine Drahtschere. Da oben die Häuser im Hintergrund. Kommst du? Okay, du bleibst so lange da. Alles klar. Dann guck ich mal eben hier, ob die hier eine Drahtschere haben. Ich habe halt kein Geld. Oh, Mist. Okay. Müll vielleicht? Pass auf Alice auf. Gut, dann gehen wir zu Alice zurück. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Bus. Okay, wo krieg ich die Scheißdrahtschere? So, jetzt kann ich aber da rein.